Du hast die Möglichkeit, die Reichweite zu resetten. Und ich zeige dir jetzt, wo du das findest. Du gehst hier aufs Auto, drückst nach den Einstellungen, gehst dann auf Fahrzeug und im Fahrzeug tust du relativ weit runter scrollen, kommst auf die EV Fahrt History, kannst hier drücken, jetzt ist es zurückgesetzt. Und jetzt ist es so, jetzt sehen wir hier die neue Reichweite. Das ist noch ganz wichtig, dass man wirklich auf Prozent schaut, nicht unbedingt auf Kilometer, damit wirklich das so vom Fahren her Freude macht. Das ist sehr wichtig. Elektromobilität soll Freude machen, aber schaut nicht auf Kilometer schauen, sondern schaut auf den Batterieladestand. So ist es viel einfacher abzuschätzen, was das heisst, mit dem aktuellen Batterieladestand Reichweite zu generieren. Da haben wir auch noch andere Möglichkeiten drin, wie zum Beispiel schwache Batterie, wenn es Meldung kommt, Brake Coach und dann haben wir diverse Feineinstellungen. Das ist dann aber in einem nächsten Video ein Thema. Hast auch du eine Frage zu den Mach-E-Einstellungen oder zu der Reichweite, dann schreib es unten in die Kommentare und wir freuen uns, dir deine Antwort zu liefern.